Ja, willkommen zurück hier bei Teil 7 mittlerweile. Mal ein bisschen leiser stellen hier. Zack. So, ja, bei Teil 7 immer noch die PBY5A Catalina aus der US-Serie. Modifikation, viel ist nicht mehr zu machen. Na, wollte er nicht? Da. Viel ist nicht mehr zu machen, die drei Dinge. Wenn es gut läuft, haben wir das jetzt mit Teil 7 dann auch endlich beendet. Wir gehen in die Schlacht. Ja, für alle, die jetzt dieses Video hier sehen, es gibt bereits mehrere Teile von dieser Episode. Findet ihr natürlich aufgelistet in meinem Kanal, klar, logisch. Ich werde täglich jetzt mal ein paar Videos hochladen hier, dass euch nicht langweilig wird. Mal sind es 5, mal sind es 6, mal sind es nur 1 oder 2. Das kommt immer ganz drauf an, wie sich das Ganze hier gestaltet. Mal ist es von War Thunder, mal von Euro Truck Simulator oder halt auch, ja, Arma 3, Payday 2, Counter-Strike, je nachdem, was ich gerade Bock habe zu spielen. Ich nehme das Ganze einfach auf, laber ein bisschen dabei blöd rum und ihr dürft zuschauen, wenn ihr das wollt, ne? Ja, wollt ihr gemeinsam mal mit mir zocken, ja, mal mit in die Aufnahme rein oder wie auch immer, klar, lasst einen Kommentar da, addet mich bei Steam, schreibt mich dort an. Profil findet ihr in Teil 6 kurz vorgestellt. Oder das Einfachste, kommt doch einfach bei uns auf dem TS vorbei. Einer von uns sollte eigentlich so eigentlich immer da sein. Wenn nicht, einfach mal zu verschiedenen Zeiten probieren. Crazy, also General Crazy, Server Admin, guter Freund von mir und mit Server Admin, kennt eigentlich meine regulären Arbeitszeiten, weiß auch, wann ich erreichbar bin, wann nicht. Ansonsten, ja, ich bin Illy. Gibt's ja nicht viel zu sagen. Ja. Kommt einfach auf den TS, klar. Wir können auch mal gerne ein bisschen zu zweit zocken, kein Ding. So, jetzt warten wir mal, dass wir hier in die Schlacht reinkommen. Und da geht's schon los. So. Dies ist jetzt, Flugplatz auf Flugplatz. Zerstöre die feindlichen Basen. Feindlichen Bases, ja. Wir nehmen die großen Bomben diesmal mit. Die Tausender. Zack. So. Good luck at all. Zack. Und wir gehen mal kicken, was wir kaputt machen können. Oh, soll ich direkt mal Bescheid? I go left. Dass wir da so schnell möglich runterkommen. YouTube heißt so viel wie dir auch. Antworten wir mit Thanks. Vielen Dank. Zerstöre die Frachter. Gut, könnten wir natürlich auch nehmen. Das ist nichts, wollen wir nicht bitte. Kleinen Weg vor uns müssen an Frachtschiffen vorbei. Naja. Die sind zwar auch mit ein bisschen was Mumse ausgestattet, aber das sollte uns eigentlich nicht allzu gefährlich werden. Zumal, ich hoffe es zumindest, weil eine dieser Ladungen, die ich jetzt bei mir trage, hier mit diesen 4x1000 IBS oder LBS, ist natürlich so eine Sache. Damit rechnet Base eigentlich im Normalfall fast komplett weg. Wir müssen definitiv niedriger, weil ich kann nämlich nicht auf Gleisdruck fliegen. Da wir zu hoch sind, hier oben die Luft zu dünn ist. Ja. Aber wir sollten schon mal Schub wegnehmen. Wir sind schon wieder über 400 Kilometer die Stunde. Das hält die nicht so gut aus. Erfahrung zeigt Teil 6. Da kriegen wir schon Willkommenspunkte. Jo. Flachs und größere Geschosse. Ausgehen von den Frachtschiffen. What the fuck? Das hatte ich auch noch nicht. Das ist auch wohl neu. Also das letzte Mal, wo ich Warfare nachgespielt habe, ich habe noch ein anderes Profil. Uffala. Da bin ich weitaus weiter auch. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, das ist nicht knapp. Bis 2 Jahre her. Ui, jetzt kriege ich hier Schüsse.
gab es nur Schub dazu. So, wir nehmen jetzt den Schub komplett raus. Und Kabums macht's einmal laut und meine Base ist weg. Oh, mein Motor hat was abgebrochen, sehe ich gerade. Das ist nicht so gut. Bravo! Das kann irgendwie erstmal. Dankeschön! Unsere Basis verteidigen! Ja, ich habe jetzt zwar keinen Jäger, wie ihr aus dem anderen Videos schon mitbekommen habt, allerdings habe ich ein paar Bordschützen. Die sind zwar nicht dafür geeignet, ein paar Leute hier zu jagen, aber die sind immerhin dafür geeignet, ja, lästige Verfolger abzuschütteln, wenn es klappt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und natürlich sind sie auch im Notfall dafür geeignet, ja, das Flugzeug wegzujagen. Ja, ich habe mittlerweile auch wieder die automatische Motorsteuerung rausgenommen. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, ich will den Motor 1 auf 100% und Motor 2 gar nicht laufen lassen. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Aktuell geht es im Motor ja relativ gut. Einer hat zwar ein klein bisschen Mauer, aber das ist nicht so gut. Dazu über den Landeanflug zu starten. Ja, ich fliege jetzt einfach nur aus dem Grund sehr niedrig, wegen der Geschwindigkeit und weil die Jäger gerade weiter oben waren. Ist natürlich jetzt nachteilig, klar, die könnten schnell auf mich runterstürzen, aber ich sehe hier vorne ist eine Kiel, die im Landeanflug ist, weil er, ja, Motor 1 hat so ein bisschen mitgenommen. Ne, Quatsch, dann hat man gerade ein bisschen länger oben. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Höhere Landung an! Wir gehen jetzt in die Landeanflug. Das ist jetzt natürlich hier richtig beschissen, weil das eine extrem kurze Startbahn mit Ende im Wasser ist. Das heißt, wir möchten mit so wenig wie möglich Geschwindigkeit landen. Ja, Fahrwerk nehme ich jetzt noch nicht raus, weil es mir dann noch mehr Geschwindigkeit ziehen würde. Und ich bin, glaube ich, jetzt schon teilweise sehr langsam. Das ist nicht sehr gut. Mit 100 Kilometer die Stunde ist das noch echt schwer. Aber wir versuchen einfach die Drehung rauszuhauen. Jo, funktioniert.
bleiben. Der Sieg ist greifbar. So, Motor wieder starten. Warum? In circa 2 Sekunden gehen wir nämlich in die Luft. Und zack, da sind wir wieder. Jo. Jetzt nehmen wir uns die letzte Base von den beiden vor dahin. Auf jeden Fall diesmal besser aus. Wir sind zwar nur auf Platz 4-6, aber es sollte eigentlich genügen, die Hoodie fertig zu machen. Ja, wir schauen mal. Noch können wir Punkte holen. Wenn man dieses Event, also diese Runde hier gewinnt, immer sowieso besser. Aber ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so sehr viele Leutchen bei uns. Ich fordere jetzt Deckung geben. Sicherheitshalber mal Deckung an. Greif den Feind an! Aber ich bekomme da von einer E111 Deckung. Ich frage ihn mal. Weiter so! Dann kann es den Sieg niemand mehr nehmen! Oh, jetzt wollen wir gleich gefragt, wie lange ist ein MG? Oh, ich krieg keine Antwort. Aber ich krieg jetzt gleich Besuch. Mein Board schützen. Deckung geben! Ja, meine Hecksteuerung ist im Eimer, aber die Mission haben wir gewonnen. Was ich jetzt noch versuchen kann, ist Punkte zu holen, indem ich die Base noch bombardiere, bevor die Mission mit Bach untergeht oder ich abgeschossen werde. Aber sieht gut aus, das sollte man noch schaffen. Zu, wie sie fallen. Und weg war die Base.
Dies war mal eine erfolgreiche Mission, auch wenn mir am Arsch eine kleine Hummel geklebt hat, die mir böse zugesetzt hätte. Oder hat. Ja gut, zurück zum Airfeld hätte ich es eh nicht mehr geschafft. Oh. Du hast eine Schlachttrophäe geöffnet. Zack, was haben wir denn? Zweimal den Ersatzgutschein für die PPY5R Catalina. Coole Sache. Irgendwann kann man es gebrauchen. Oh, ich bin auf Platz 2 gelandet sogar. Gab ordentlich Punkte und Kohle, wie ich hier sehe. Ja, gucken wir mal. Mit 921 Punkten. Nicht schlecht. Na gut, hier hatten wir ein paar Leute dabei, die gar nichts schon gekriegt haben. Aber okay, das passiert. Ja, dann kicken wir mal. Ein neues Flugzeug haben wir auch nochmal gekriegt. Das ist super. Dann gehen wir in die Forschung von dem hier. Ja, auf jeden Fall können wir das einmal kaufen. Na logisch. Das neue MG können wir kaufen. Und den Einspritzer direkt noch mit dazu. Alle Modifikationen erfolgreich erworben. Fertig. Ja, die 5 PBY5A Catalina aus der US-Serie, die haben wir nun durch. Ein schickes Flugzeug. Ja, kurz zum Flugzeug selber nochmal. Ich kann es ja einmal zeigen. Was jetzt gerade da hinten so ein bisschen rausgeballert hat, das sind hier 12,7 mm Kaliber. Einer links, einer rechts. Hier hinten unten habe ich nochmal ein 7,62 mm Kaliber und hier vorne drauf nochmal eine Kanzel mit 7,62, die mir so ein klein bisschen Deckung geben. Ne? Ja, so viel zu diesem Flugzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können jetzt schon mal Folgendes machen fürs nächste Mal. Modifikationen, in die Forschung werden wir jetzt gehen. Zack. Die 5A2 haben wir, genau. Die Catalina haben wir im Übrigen beide schon komplett auf Höchststufe. Und wir werden jetzt die TBD-1 bestellen. Auf jeden Fall. So, und dann werden wir die Besatzung der PBY5A Catalina darauf auswählen. Das heißt, auf dieses Flugzeug werden wir irgendwann mal fliegen. Ja, wir machen am Montag... Ja, am Montag... Wir machen morgen, sagen wir es mal so, weiter mit der P-36A Hawk. Wie ihr sehen könnt, ein Jäger. Eigentlich ein sehr, sehr gutes Flugzeug. Was mir allerdings daran nicht gefällt, ist, es ist ein Jäger. auch noch eins der Stufe 1 Fahrzeuge, ne? Schutz bietet es nicht wirklich. Also wir haben eine mittlere Panzerung, 9,5 mm Stahl. Ja, für den Piloten durchs Heck. Aber das war's auch schon. Module, das ist nämlich auch so ein kleines Problem. Wir haben einmal hier direkt den Treibstofftank und hier unten auch nochmal einen Treibstofftank. Das ist so das kleine Problem. Das heißt, von hinten sind wir ruckzuck weg. Ja, von vorne auch. Kühlungssystem. Frontschuss, die hat hier zwei Offensivbewaffnungen. Ich nehme fast an 7,62 mm. Das können wir gleich mal gucken. Ne? Ja, Modifikation gucken wir fix nach noch. Oh, zwei MGs. Nee. Moment. Da habe ich wohl irgendwas übersehen. Die müsste... Nö. Also es wird zumindest nur das angezeigt. Das ist jetzt relativ komisch. Also wir haben wohl, ach nee, Quatsch, guck mal. Ach nee, nö. Die ist komisch. Also angezeigt werden mir zweimal. Das wird dann wahrscheinlich 12 mm sein. Und die nehmen sich jetzt nichts. Das sind zweimal... Muss man rausnehmen, das ist besser. Aber das sind zwei 12 mm Kanonen. Ich weiß nicht, wo die 7,62 dann rauskommt. Ach, doch, hier. Da unten sind sie versteckt, die Schweine. Ja, die sieht man auf den Modulen nicht. Ein Fehler gefunden, auch nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall hat sie wohl... Zack, Modifikationen. Ist sogar schon geflogen. Ohne Leuchtspur habe ich schon ausgewählt. Das ist, mit der bin ich nämlich schon geflogen. Er hat eine 12,7 mm Gurte offensiv und einmal die 7,62 mm Gurte. Ja,
Was wir da erforschen müssen noch, ist erstmal den neuen Motor, die 12mm Offensiv, die Erweiterung, die Verbesserung, eine neue Abdeckung, eine neue Einspritzanlage. Das war's dann auch schon. Also es wird wahrscheinlich ein, zwei Teile nur geben. Obwohl, nee, es sind Jäger. Drei, vier Teile wahrscheinlich eher. Ja, so viel dazu. Ich sag jetzt erstmal, ja, eine gute Nacht gewünscht, sagen wir es mal so. Wir sehen uns dann morgen oder vielleicht auch noch heute Nachmittag. Ich weiß es noch nicht, ich werde mal schauen. Bei Episode 2 in War Thunder Ingame mit der P-36A Hawk. So viel dazu, ein schönes gutes Nächtle oder wie auch immer. Bis demnächst. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst Kommentare da. Was könnte man verbessern? Ja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen und ciao.